Also das Swiss Medical Board hat das Mammographie-Screening untersucht und das heisst, dass alle Frauen zwischen 50 und 70, ob sie etwas haben oder nicht, also vor allem gesunde Frauen, mammografiert werden alle 2 Jahre. Das ist das, was man unter Screening versteht. Und das Swiss Medical Board hat Nutzen und Risiken oder auch negative Resultate gegeneinander abgewägt und ist eigentlich zum Schluss gekommen, dass die negativen Nebeneffekte höher zu werten sind als die positiven. Das heisst, es gibt Überdiagnosen bei dieser Untersuchung. Das heisst, es werden Krebsfälle diagnostiziert, die gar nicht relevant sind, die aber dann als Krebs behandelt werden. Es werden falsch positive Befunde gestellt, das sogenannte Alarm, das dann Fehlalarm war, wo die Frauen sehr verunsichert. Und das zusammen hat man negativer gewertet als die positiven Effekte. Das heisst, dass man 1 Frauenleben von 10'000 Frauen, die dem Screening pro Jahr teilnehmen, kann retten. Dass es auf alte Daten basiert, das stimmt. Aber es gibt nur alte Daten. Auch die Befürworter haben nur die alten Daten. Und es ist sehr ärgerlich und auffällig, dass es keine neuen Daten gibt, weil nämlich das Mammographie-Screening in vielen Ländern ja seit Jahrzehnten gemacht wird und trotzdem keine neuen Daten vorliegen. Und eigentlich wäre die Forderung vom Swiss Medical Board, dass dringend neue Daten vorgelegt werden müssen, bis man weiterhin entscheidet, ob man das macht oder nicht. Fragen Sie mich etwas Einfacheres. Weil es ist ja so, dass ja, die Untersuchungsmethode ist besser geworden. Von dort her entdeckt man mehr auffällige Befunde, was eventuell auch ein Nachteil ist. Aber die Therapie ist wesentlich besser geworden. Also das heisst, das Überleben nach Brustkrebsdiagnose ist wesentlich besser geworden, sodass der Wert des Screenings eigentlich relativ abnimmt, weil die Therapie so gut ist. Und, also man müsste dringend das neu evaluieren. Also die grosse kanadische Studie ist ja nicht neu, sondern sind einfach Langzeitresultate rausgekommen. Die haben eigentlich ähnliche Resultate wie die das Swiss Medical Board jetzt publiziert hat. Das heisst, dass das Gesamtüberleben der Frauen sich nicht verbessert durch das Mammographie-Screening. Das ist ja das Lustige, dass die Resultate, die das Swiss Medical Board genommen hat und die Krebsliga nimmt, sind ja genau die gleichen, nur anders gewertet. Es wird immer wieder von der Krebsliga zum Beispiel gesagt, wenn man einen negativen Befund hat, gibt das eine Entlastung. Aber zuerst macht man ja eine Belastung von der Frau, indem man überhaupt die Untersuchung macht. Und das muss man ein bisschen werten. Ich meine, wenn sie keine Mammographie hätte, wäre sie nicht belastet durch das Warten auf das Resultat. Und wir haben ja Ethiker im Board, 2 Ethikerinnen, die das natürlich aus ethischen Standpunkten aus, beurteilt haben. Und dort muss man sagen, man darf nicht mehr Schaden anrichten als mit einer Untersuchung, als man nützt. Von einem ethischen Standpunkt aus. Und wie das im individuellen Fall ist, also wie fest jemand leidet unter dem Warten, unter einem falsch positiven Befund, das kann man einfach nicht sagen, das ist sehr individuell. Also erstens mal heisst das nicht, dass die Mammographie keine gute Untersuchung ist. Die Mammographie ist immer noch die beste Untersuchung, um einen krankhaften Befund in der Brust abzuklären. Es ist auch eine gute Untersuchung für Frauen mit Risikofaktoren, zum Beispiel, die Hormone nehmen in der Menopause oder die in der Familie Brustkrebs haben. Die sollen regelmässig Mammographien machen. Und wenn man selber entscheiden will, ob man an dem Screening-Programm teilnimmt oder nicht, dann soll man sehr aufmerksam das Faktenblatt von der Krebsliga lesen, wo alle Vor- und Nachteile eigentlich aufgelistet sind. Also es ist ja bedenklich, eben, dass die neuen Zahlen nie vorgelegt worden sind, obwohl die Screening-Programme schon so lange laufen. Und ich denke, solange die Zahlen nicht vorhanden sind, darf man einfach kein neues Programm einführen, weil aufgrund der Daten, die jetzt vorliegen, kann man sagen, es sind alte Daten. Und aufgrund dieser Daten gibt es keinen Grund, zum neuen Screening-Programm einzuführen. Aber das sind Politiker jetzt gefragt. Und es ist natürlich auch alles immer wieder eine Kostenfrage. Wie viel darf ein gerettetes Menschenleben kosten? Umgekehrt muss man natürlich auch sagen, darf man als Politiker eine Untersuchung propagieren, die auch falsche Diagnosen stellt und falsche Behandlungen macht? Das ist eine sehr schwierige Entscheidung. Und die muss ich zum Glück nicht treffen.